Zu einer neuen Folge Zeftec Ages. Wir haben wieder gestreamt und einiges im Stream geschafft. Unter anderem haben wir das Portal zum Twilight Forest gemacht und schon die Naga besiegt. Zumindest eine. Moment, da ist es. Tada! Und am Lich sind wir gescheitert, aber ich denke mal, den bekommen wir auch noch hin. Vielleicht ein bisschen, ich kann nicht mehr reden, mit ein bisschen Vorbereitung. So, außerdem haben wir diesen wunderschönen Nicht-Altar hier gebaut, mit dem ich Joe ordentlich getrollt habe. Und ja, der aktuelle Stand ist jetzt folgender. Ach ja, genau, und hier ist das mein Loot. Also ich habe hier eine Magic Map Focus und Empty Map, wenn wir mal nach dem Apple hier schauen. Journey Map Token. Map Focus, Empty Map, passt. Ring of Ascent haben wir, glaube ich, auch schon oder kriegen wir irgendwie? Ich glaube, den haben wir sogar schon. So, Alpha Yeti Fuhr brauchen wir noch. Magic Map brauchen wir noch. Maze Map Focus brauchen wir noch. Charm of Keeping brauchen wir noch. Keine Ahnung, welcher Boss das gibt. Und ich hoffe, dass der auch den Dreier schon spawnt. Und eine Lamp of Cinders. Ah, halt eine, ja, eine Wundlampe. Genau, und dann können wir den Journey Map Token machen. Und die Journey Map freischalten. Was extrem nice wäre, denn aktuell Map ist die deaktiviert. Das wäre dann der Weg hier. Hier noch eine Seelaterne, okay, können wir mal schauen. Craft some wool from fleece and wicker. Was ist das eigentlich? Ist das eine Kleinigkeit, die wir kurz machen können? Ich denke. Haben wir Wool? Aber wir haben keine Wool. Boah, Tierfarmen wären mal eine Geschichte. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Ansonsten, hier das Lager und so, hat sich nicht viel verändert. Aber was ist mein heutiger Plan? Ist mein heutiger Plan. Ihr seht das Ding. Und ihr seht diesen Berg. Und wir wollten ja das Ding da drauf bauen. Und damit wir nicht immer hin und her müssen, brauchen wir ein Gateway. Und ihr habt gesehen, Moment mal, wir können das Gateway im Grunde schon machen. Wir brauchen nur Stardust. Und Stardust bekommen wir nicht darüber, weil der mag uns nicht. Über den Hellfire Forge könnten wir Stardust bekommen. Star Metal Ingot. Aber ich glaube, ich habe Stardust ja auch schon auf dem Boden gefunden. Ich gehe mal ganz kurz in den Twilight Forest. Weil da sind sehr viele Erzadern. Joe's Death Compass. War da nicht auch Azurite? Ne, das war Azurite, ne? Was ist das? Kohle. Gold habe ich hier irgendwo in der Nähe gesehen. Ich dachte, ich hätte auch das gesehen, aber es kann sein, dass das nur alles Azurite war. Okay. Ja, ich dachte mir, wir machen mal schnell das Gateway. Aber offenbar nicht. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Da war der Naga-Tempel. Ne gut, dann ist hier doch keins. Okay, dann müssen wir es wohl über den Hellfire Forge machen. Das habe ich befürchtet. Aber gut, dann ist es so. Dann ist doch ein bisschen schwieriger, ist aber auch berechtigt, weil, ja, sonst ist es ja lame.
Wo war das Portal? Warte, ich habe mir Koordinaten im Stream aufgeschrieben. 229, 106. Hier vorne also. Da. Ah, warte, hier ist noch Zeug. Rock Crystal Sample. Ah, bei den Rock Crystal Sample bekommt man Stardust raus. Ich wusste, irgendwo bekommt man das her. Okay, den baue ich nicht ab, einfach nur damit ich weiß, dass da Rock Crystal sind. Okay, okay. Ah ja, so war das. Aber dann hilft uns das auch nichts, weil so viele Samples werden wir hier nicht finden. Also wir könnten jetzt ewig Rock Crystal Samples suchen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht die beste Lösung für unseren Bedarf. Daher Hellfire Forge. Haben wir so einen schon? Nee, ne? Nee. Okay. Hellfire Forge. Kupferblock. Ein Bronze-Ingot. 4 Stein. 2 Zinn. Okay. Ein Bronze-Ingot. Kupferblock. Stein und Tin auch. Okay. Runde schlafen. So, genau. Ich habe mir den Schlüssel gemacht, damit wir die Anzahl sehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was ist jetzt hier noch alles drin? Okay, eine Glasscheibe ist noch drin. Bronze, Gold, Iron. Ich glaube, ich sollte mal den ganzen Schmodder hier rausholen. Ingot Cast. Ist ja schlimm. Am Ende bekommen wir hier noch irgendwelche weirden Alloys. Okay, das war jetzt Bronze. Wie viel Bronze ist noch drin? Ein Block, drei Ingots. Eins. Zwei. Drei. So, dann haben wir noch vier Gold-Ingots. Eins. Zwei. Bräuchte einen zweiten Ingot-Cast, ne? Ah, es geht schon. Snacken wir mal kurz ein paar Äpfel in der Zwischenzeit. Oh, da fällt mir ein. Apro Äpfel snacken. Ah, ich habe die Baumfarm nicht wieder angepflanzt. Egal. Wir haben erstmal genug. Okay. Tin. Es müsste ja zwei ergeben. Und zwei reichen uns ja, ne? Zwei Ingots. Sonderrest Copper. So, genau, Tin Ingots und Block of Copper. Drei Blöcke. Es passen also immer genau drei Blöcke rein. Na klar, sind ja 9, 9, 9, ne? Hier oben könnte man noch erweitern, dann würden 4 reinpassen. Aber erstmal reicht uns ein Block of Copper. Da ist er. So, und jetzt machen wir uns einen Hellfire Forge. Sehr gut. Wo bauen wir das Magiezeug hin? Oh, hier. Nehmen den Lightware. So. Hellfire Forge. Und jetzt brauchen wir... Das muss ich gerade überlegen. Wir brauchen Will in jedem Fall. Aber nicht Will Smith. Sondern wir müssen Will forgen und nicht smithen. Na, ihr wisst Bescheid.
Okay, wir brauchen wirklich nicht viel, Will. Ender Dust, Lapis, Rock Crystal ist jetzt alles nicht so das Problem. Und das hier ist Black, Quarz und Iron. So, Black, Quarz. Ich grinde das mal. Und 9 Iron. Oh, es geht genau auf. Sehr schön. Genau ein Block. Black. Black Iron. Crushed Black Quartz. Black Quartz. Oh. Man kann Crushed Black Quartz zu Black... Oh. Wir haben das schon gebrannt und wir können es nicht rückgängig machen. Das ist schlecht. Das heißt für uns ein kurzer Abstecher ins Deep Dark. Chill, Junge. Schauen wir mal, ob wir da Black Quarz finden. Was ist eigentlich das da in der Mitte gewesen? Ist das auch was Brauchbares? Das war... Ach, das war Kupfer quasi, ne? Ich brauch Black Quartz. Da oben ist was. Ich glaube, wenn ich es direkt abbaue, dann... Komm, so dunkel ist es hier nicht. Bekomme ich das Ohr. Sehr gut. Reichen uns 4? Man kommt immer nur 1 raus. Also reicht's nicht. Da vorne ist noch was. Hier ist sogar eine Torch. Die uns ein bisschen vor Schaden schützt. So, 9. Perfekt. Das ist genau die Anzahl, die ich gebrauche. Ich sehe schon, der Aufwand ist höher als erwartet. Weil wir jetzt Dark Metal noch nicht anderweitig herstellen können. Dark Metal. Weil das Ohr herzustellen braucht halt auch 2 Stardust. Deshalb ist das ja sinnlos. Aber ich kann es natürlich über Starlight Transmutation machen, oder? Boah, ist das nicht der smartere Weg? Lass mich mal kurz überlegen. Iron Ore. Aber dafür bräuchten wir Silk Touch. Und das haben wir nicht. Also können wir das auch nicht machen. Es sei denn, man würde mit Linsen in einen Bergbau
in der Wand die Dinger versuchen umzuwandeln, aber das sind ja auch andere Ores, ne? Hier diese Hämatit-Dinger und nicht die Iron-Ore-Dinger. Deshalb kriegen wir das auch nicht hin. Nee, das funktioniert auch nicht. Nee, wir müssen es... Genau, hier, das Swiss kennen wir noch nicht. Das ist Nether-Quarz-Dust. Aber wir haben den Nether noch nicht freigeschaltet. Das bringt uns nichts. Ja, wir haben nur die Option. Okay, Black Iron. Dann werfen wir das hier rein. Sehr gut. Und machen uns erstmal ein bisschen schwarzes Eisen. In der Hoffnung, dass das gut ist. So, wenn ich das jetzt hier in den Kiln reinmache. Perfekt. Dann brennt er uns das durch. So weit, so gut. Vielleicht noch ein bisschen Brennstoff rein. So, dann probieren wir das gleich mal aus. Black Iron, Rock Crystal. Ich glaube, meine Ender Dust habe ich. Wo habe ich meinen Ender Dust hin? Ich habe das irgendwo hier einfach reingelegt. Wo es gar nicht reingehört, wahrscheinlich. Da. Ender Dust. Und Lapis Lazuli. Okay, Lapis. Wobei, eventuell muss das Ding hier stimmen. Black Iron Rock Crystal Ender Lapis. So, aber jetzt fehlt noch Will. Haben wir Will? Das müsste hier bei dem Magie-Stuff sein. Ich sehe kein Will. Das ist schlecht. Das heißt, wir gehen mal schnell hier in die Dimension. Die haben wir auch ein bisschen gesaved hier mit Anti-Creeper-Totems. Dämonenkatzen. Das ist jetzt, glaube ich, eh schon egal. Die hat uns eh schon getrankt mit... Ich weiß es selber nicht. Oh. Die hat so Lingering Potions. Okay, offenbar hat das nicht funktioniert. Chillig. So, was soll denn das? Funktioniert das bis dahin auch nicht? Dann müssen wir kurz zu unserem Night Vision Totem gehen. Oh, du hast auch nicht den Effekt, ne? Also ich kann dich jetzt zwar killen. Yo. Cursed Creeper, der portet sich während der Explosion weg. Chillig. Und gibt einem noch Nausea. Chillig. So, wie lange geht er noch? 12 Sekunden geht der Effekt noch. Also wir haben gar keinen Will bekommen. Sehe ich das richtig? Boah, ist das nervig. Boah, Nausea 2 ist auch so... Hexenhut. Habe ich auch schon hier ein, glaube ich. Wir könnten halt dieses Sentient Sword gebrauchen. Dafür brauchen wir aber Will. Beziehungsweise eine Tartatic Gem. Asche, Blue Dye.
Bronze Shadow Fragment. Habe ich das nicht gemacht? Offenbar nicht, ne? Das ist sehr schlecht. Also Shadow Fragment ist kein Problem. Also wir brauchen mindestens zwei, eher drei. Dann drei Bronze. Drei Blue Dye. Aus irgendwelchen blauen Blumen. Oder aus Lapis vielleicht, mal schauen. Und Asche, indem ich Holz einfach verbrenne. Aber Asche haben wir auch. Das heißt, ich brauche nur blaue Blumen. Kann ich das auch klein grinden? Zu Blue Dye, das wäre sehr nett. So, dann müssen wir das nochmal rausnehmen. Und das hier reinlegen. Ist das so richtig? Ash, Bronze, Blue Dye. Ne, eben nicht. Ash, Bronze, Blue Dye. Okay. Aber wir brauchen trotzdem Will. Und für Will brauchen wir diese Snares. Das braucht Tin String Ash. Tin. Eine Menge String. Und Ash. Ich kann alle Holzstämme. Ja, ich muss irgendwelche Holzstämme klein braten, okay. Im besten Fall schaffen wir das noch während der Nacht, dann können wir in der Overworld hunten. Das ist vielleicht ein bisschen leichter. Komm schon. So, wir haben 8 Snares. Mal schauen. Ich will einfach nur euren Willen. Kann ich das bei einem Nackigen machen? Throw at a monster, then kill them. Also ich meine... So hart verkackt kann ich es doch gar nicht, oder? Warum funktioniert das nicht? Bin ich dumm? Ich mache mir jetzt mal noch kurz welche und ich cutte das einfach mal kurz raus, weil das ist irgendwie...
So, es geht weiter. Ich habe jetzt ein paar mehr Mal auf den einen Zombie geworfen und jetzt hat er so einen Effekt. Und ich glaube, das ist das, was wir gesucht haben, ja. Ah, genau, jetzt hat er auch so einen Effekt. Also man muss wirklich im Worst Case mehrere drauf werfen. Okay, wir haben keins mehr. Also stirb so. Das ist, habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber gut. Damit haben wir jetzt Will. Draconic Will. Das legen wir jetzt hier rein. Oder da? Ne, hier eigentlich. Wir brauchen mindestens ein Will. Oh. Das ist nicht genug. Oder der falsche Will. Nein. Konnte man die nicht irgendwie zusammencraften? Obviously not. Also zweimal Pech. Ich schau nochmal. So, jetzt ist es endlich soweit. Bei dem kann ich es nochmal versuchen. Ne. Ich habe jetzt nochmal 16 von den Dingern hier verbraucht. Wir haben quasi keine Strings mehr. Wir haben super viel Tin verbraucht. Aber ein Karate-Zombie hat gerade gedroppt. 2,25 Will. Mann, Mann, Mann. Jetzt können wir das hier reinpacken. Jetzt wird hier ein Will abgezogen und dafür wird hier so ein Crafting-Vorgang durchgeführt. Oh, noch einer. So, und das war's. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich nicht... Konnte man nicht irgendwie so Will da reinfüllen oder so? Nee, ne? Jetzt haben wir hier dreimal schlechtes Will. Ah doch, jetzt weiß ich wieder, wie man das da reingefüllt hat. Und zwar einfach auf den Boden werfen. Und einsammeln. Und auf den Boden werfen. Und einsammeln. Und auf den Boden werfen. Und einsammeln. Und schon mal haben wir 1,75 Will hier drin. Genau. Tactic Gym. Und ein abgeranztes Eisenschwert wieder nicht. Okay, dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Machen wir uns kurz ein neues Eisenschwert. Kann ich ja, oder? Iron Sword. Genau, zwei Eisenplatten. Das kriegen wir noch hin. Tools. Hammer. So, weil das würde ich zumindest ganz gerne heute noch schnell fertig machen. So. Und ein Stick. So. Und dann einmal so, so. So, das kostet jetzt wahrscheinlich auch wieder einen, schätze ich mal. Ne, es kostet gar nichts. Interessant. Und jetzt haben wir dieses Schwert. Und jetzt ist es so. Wie viel macht das? 4 Tech Damage, das ist ja nix. Aber das macht das Will-Farmen sehr viel leichter, denn wir haben jetzt hier 1,75. Jetzt gehen wir hier mal kurz raus und legen den Zombie hier um. Einfach so. Flupp.
Und wir haben 3. Und so kann man quasi alles, was man mit diesem Schwert killt, direkt in Will umwandeln. Und das Praktische ist, durch diesen Ocelot kann der Creeper hier nicht explodieren. Hehe. Wow. Es gibt richtig viel Will. Wahrscheinlich, weil die hier in der Mining-Dimension so stark sind, die Mobs. In der Farming-Dimension. Geben die besonders viel Will. Oder es ist normal viel und ich habe einfach vergessen, wie viel normal viel ist. Weil ich jetzt ein paar Mal sehr enttäuscht wurde vom Spiel. Okay, der Night Vision-Effekt ist weg. Und wir haben 9,55. So. Na komm, spring rüber. So, aber ist egal, wir gehen wieder zurück. Ihr seht, wie man Will farmt. Ist geklärt. Und damit haben wir die Gem. Und damit haben wir eigentlich auch... Oh mein Gott. Ein Stardust braucht 20 Will, aber wir brauchen mindestens 100 verfügbar. Das heißt, wir müssen einen verbessern. Das heißt, wir müssen nochmal einen neuen machen. Dann mit einer Gem, dann Fermented Spider-Eye und Bronze zu einem Lesser machen. Ja, und vielleicht machen wir gleich 2 und farmen die dann irgendwie so hoch, dass die gleich eine hohe Kapazität haben. Weiß nicht, ob das schlau ist. Vielleicht. Unfamiliar Item. Ja, damit kann man wahrscheinlich fliegen. Ja gut. Auf jeden Fall, so funktioniert der Spaß. Das heißt, wir werden jetzt dann den Will nochmal ordentlich hochboosten. Und Blood Magic weiterspielen. Um dann an Stardust zu kommen. Um dann an das Gateway zu kommen. Das jeweils 4 Stardust und ein Ingot braucht. Und das Ingot braucht ja auch nochmal 2 Stardust. Also 6 Stardust für ein Gateway. Und wir brauchen logischerweise 2 Gateways. Das heißt, wir brauchen 12 Stardust. Gar kein Bock. Aber, und wir müssen auch noch, warte mal, damit, um es noch schlimmer zu machen, wir müssen auch noch hier Starlight Meter, heißt das so? Starlight. Nee. Wie heißt das Ding? Astral. Wo ist es? Irgendein Foki. Frozic Resonator, genau. Ah, okay, aber der ist easy. Da brauchen wir keinen Starlight für. Das ist gut. Weil mit dem Frozic Resonator, da können wir Stellen in der Welt finden, die besonders reich an Starlight sind. Das heißt, wir gehen dann da hoch. Wir gehen dann da hoch auf den Berg, der jetzt gerade mal wieder nicht gerendert wird. Genau, da hoch. Und schauen, an welcher Stelle genau das meiste Starlight ist. Und da bauen wir dann den Tempel. Irgendwo in die Nähe bauen wir dann den... das Gateway. Hier bauen wir irgendwo das Gateway hin. Und dann können wir jederzeit zup, da hoch und zup, wieder runter. Und ja, das ist der Plan. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.